Ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt gleich mal rein. Jo, Freunde der kleinen Leute, eigentlich bin ich zu überbieten, denn er wurde letzte Woche eingeladen, bei einem Konzert von Pietro Lombardi dabei zu sein. Da ist er dann auch auf die Bühne mit draufgegangen und ist später auch runter zu den Zuschauern ganz kurz gegangen und hat da halt irgendwie so ein bisschen seine Show gemacht. Das Ganze war allerdings wegen Corona nicht erlaubt und Oliver Pocher wusste auch, dass man nicht zu den Zuschauern runtergehen darf. Anschließend wollte der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Oliver Pocher halt rauswerfen dafür, dass er sich schon wieder nicht an die Regeln gehalten hat. Oliver Pocher ist dann aber erst überhaupt nicht gegangen, hat sich dann später noch mit der Polizei angelegt. Und was er da teilweise für respektlose Äußerungen gebracht hat, ist halt einfach hart. Vor allem fand er seinen Auftritt so gut, dass er dazu erstmal ein komplettes Video auf Instagram hochgeladen hat und das komplette Polizeivideo auch noch auf seinem YouTube-Kanal. Also er fand das cool, was er da gemacht hat. Aber schauen wir mal rein, wie die ganze Aktion so angefangen hat. Hat er nicht sogar auf TikTok das Ganze noch hochgeladen? Ich dachte, ich habe noch ein TikTok-Video gesehen, dass er es auch noch mit hochgeladen hat. Oder irgendwie, der hat auf Instagram das hochgeladen oder irgendwo. Und dann gesagt, ja, irgendwas mit TikTok hat er dann noch als Bildunterschrift gebracht. Das war auf jeden Fall cringe. Das war auf jeden Fall cringe. Wow, echte Menschen, bleibt doch mal am Platz. Corona-Regel. Bleibt doch mal am Platz. Wir dürfen nur ganz kurz Fotos von mir lassen. Vom Veranstalter wurde halt vorher ganz klar gesagt, dass man nicht zum Publikum gehen darf, was er aber trotzdem gemacht hat. Und 2 Wochen vorher ist Oliver Pocher sogar in der gleichen Location selber aufgetreten und auch da hat er das Ganze schon gemacht. Das hat er auch in seinem Video drin. Ich kenne auch die Regeln. Ich gehe trotzdem immer ins Publikum, mache ein sogenanntes Q&A, wo die Leute uns Fragen stellen können und gehe da ganz normal drin. Schon da wurde er vom Veranstalter gewarnt, dass er das nicht machen darf, aber macht es dann 2 Wochen später einfach nochmal. Nach dem Konzert von Pietro Lombardi wollte der Veranstalter Oliver Pocher rausschmeißen und hat dafür die Polizei gerufen. Und da ging die Diskussion dann richtig los. Hier aber erstmal nochmal, um was es den Veranstalter eigentlich geht. Weil wir heute eine Kontrolle hatten, wo es nochmal darum ging, dass niemand ins Publikum gehen darf. Okay. Und wenn natürlich dann 10 Minuten später ein Künstler ins Publikum geht, also noch dazu jemand, der nicht angemeldet ist, dann gefällt dir das einfach die Produktion. Welche Produktion gefährdet das denn? Naja, unsere Weide. Zwei Shows. Es geht hier halt ganz klar nicht um Oliver Pocher als Person, sondern einfach nur um die Tatsache, dass er jetzt schon 2-mal gegen die Hygienevorschriften... Ist nicht Pocher so jemand, der immer die Influencer kritisiert, wenn die irgendwelche Fehler machen? Und Pocher sieht es jetzt hier nicht ein, obwohl er hier offensichtlich einen Fehler gemacht hat? Auch komisch, ja, auch sehr, sehr komisch. Des Veranstalters verstoßen hat. Seine Verteidigung dazu ist übrigens folgende. Was ist genau das Problem? Das ist unser Hygienekonzept nicht. Das Hygienekonzept. Also glaubst du wirklich, dass ich in irgendeiner Art und Weise Corona verbreiten würde, wenn ich ins Publikum gehe und mit den Leuten auf 1,5 Meter 0,3 Sekunden rede? Das glaubst du? Ernsthaft? Doch, du weißt doch selber, dass da jetzt dann nichts irgendwie in der Zeit passieren kann. Bro, nicht der Veranstalter macht die Regeln, sondern die Regierung. Mag sein, dass diese Regel wirklich absolut nichts bringt. Und es gibt auch andere Corona-Maßnahmen, die wahrscheinlich eher lächerlich als hilfreich sind. Aber der Typ hat überhaupt keine Wahl, als diese Entscheidung zu akzeptieren und umzusetzen. Und du als Gast bei diesem Veranstalter hast dich auch dann daran zu halten. Denn am Ende darf der Veranstalter vielleicht erstmal gar keine Konzerte mehr stattfinden lassen, weil halt ständig gegen die Hygienerichtlinie verstoßen worden sind. Der Typ hat ja sogar selber gesagt, dass es kurze Zeit davor sogar gerade noch eine Prüfung gegeben hat. Also die Leute scheinen schon darauf zu achten. Es ist halt schon lächerlich genug, sich nicht an die Regeln zu halten und sich danach noch drüber zu beschweren. Aber jetzt wird er sogar noch mega arrogant. Als Hockeypark? Wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Wir sind auch diejenigen, die euch den Arsch mehr oder weniger retten, indem wir hier auftreten, das Ganze drumherum. Und jetzt machst du hier so eine scharfe Ansage. Ja, okay, kann sein, dass du den Veranstalter mitgerettet hast, weil du da aufgetreten bist und er dadurch natürlich auch Geld gemacht hat. Aber das ändert doch nichts daran, dass du dich an Regeln halten musst. Nee, du, ich muss mich nicht an Regeln halten. Ich habe hier letztens schon mal einen Auftritt gehabt. Der Typ kann froh sein, dass der überhaupt noch einen Job hat hier. Aber jetzt kommt der Kracher. Da waren ja auch Polizisten und die sollten halt jetzt Oliver Pocher vom Grundstück runterbringen. Und er hat angefangen, sehr respektlos mit der Polizei umzugehen. Ja, das ist ausrichtend. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafen machen, oder was? Wir machen unsere Arbeit. Erstmal duzt man Polizisten normalerweise nicht. Und auch sowas zu sagen wie, hör du Dorfpolizist, ist halt einfach nur denunzierend und soll den Polizisten... Irgendwie cringe einfach. So, das ist ja, da ist ja noch nicht mal was Heftiges vorgefallen. So, das sind halt Polizisten, die haben gesagt, das ist nicht okay. Und das war's einfach so, hä? Also, versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich verstehe nicht ganz, was die Intention von Oliver Pocher hier an der Stelle ist. Wollte er da jetzt irgendwie nochmal Aufmerksamkeit bekommen oder was ist jetzt sein großes Problem? Dass er die als Dorfpolizisten bezeichnet. Ja, wer hat sich mitgefreundet? Toni, es tut mir leid, im Namen... Alter Bürger und BürgerInnen, ja. Nee, einfach nur BürgerInnen, ja. Weil das Sternchen ist ja schon dazwischen gesetzt.
dass wir hier eindeutig auch die Polizisten aus Versehen denunzieren, das macht man eigentlich nicht. Ja. Polizist runtermachen. Als wäre der Polizist in der Stadt mehr wert als der Polizist, der auf dem Land tätig ist. Dann wollen sie ihn halt wirklich rausbegleiten, weil Pocher halt von selbst nicht geht. Und das Ganze endet dann so. Bitte nicht. Pocher, bitte. Ich hab jetzt... Ah. Alles klar. Alles klar. Okay. Das Ganze ist jetzt. Du bleibst jetzt mal ganz entspannt. Du bleibst jetzt einfach mal entspannt. Okay? Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Ich gehe sofort, ich gehe ganz normal. Du fängst, ja, hier nicht an mit, du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Lass mich los. Lass mich los. Lassen Sie da los, bitte. Ja, lass mich los. Da lang, lass mich los. Lass mich los. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ach du Scheiße. Ja, ich wusste gar nicht, wie das alles begonnen hat. Ich habe nur diesen Clip gesehen, wo der abgeführt wurde. Aber wie so ein Kind einfach. Einfach wie ein Kind. Wie ein fucking Kind einfach. Das Ganze ist auf der einen Seite mega traurig, wie Oliver Pocher sich da verhält. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach lustig. Vor allem sagt so ein Typ im Hintergrund kurz danach dann Folgendes. Oder ohne Uniform würden die sowas nie machen. Ja, natürlich würden sie das nicht machen, wenn sie keine Uniform anhaben. Denn sie machen das ja eben gerade, weil das ihr Job ist. Die müssen halt das Hausrecht des Veranstalters durchsetzen. Das ist deren Aufgabe. Ja, da wurde er gut behandelt. Das ist deren Job. Die haben gar keine Wahl, ob die das machen wollen oder nicht. Sie müssen das tun, weil das halt deren Job ist. Wie kann man denn sowas Dummes da raushauen? Das Ganze ging dann auf jeden Fall so weiter. Ja, aber du lässt doch hier nicht vom Karren spannen von irgendjemandem, der hier vom Hockeyparken schafft. Ich mach meinen Job. Nee, aber das ist. Aber du musst doch den Typen auslachen und dann ist doch okay. Ich glaube, Oliver Pocher versteht nicht so ganz den Job der Polizisten. Denn es ist vollkommen egal, ob die das jetzt gut oder schlecht finden, denn es ist nun mal ihr Job, das Hausrecht des Veranstalters durchzusetzen. Er hätte nicht mal einen Grund nennen können. Der Grund hätte auch sein können, dass er einen Grashalm rausgerissen hat oder dass er einen komischen Schritt gemacht hat oder dass ihm seine Schuhe nicht gefallen. Es ist vollkommen egal, denn er hat das Hausrecht und die Polizei muss das durchsetzen. Vor allem kommt er dann auch mit so einem Argument hier an. Danke. Euch ist einiges egal, das ist ja das Problem. Nur ihr müsst mal verstehen, wen ihr wann und wie wegschafft. Ja? Macht euren Job da irgendwie, wo es wirklich drauf ankommt. Und da gibt es genug Sachen hier in Schleswig-Holstein und überall, an die euch wirklich machen könnt. Aber ihr müsst mich nicht an mir vergreifen, okay? Macht mal richtige Jobs. Bro, die Polizisten suchen sich nicht aus, an welchen Fällen sie arbeiten. Die werden halt von der Zentrale dahin gerufen, weil der Veranstalter die Polizei gerufen hat. Und natürlich muss die Polizei auch dann dahin fahren, weil sie können das ja nicht einfach ignorieren. Als ob der Typ von der Polizei einfach sagt, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Digga. Ich würde mal gucken, ob wir noch einen ungelösten Mordfall haben. Wir fassen Sie nicht an, dafür gehen Sie jetzt bitte... Entschuldige dafür, dass du eben gerade so gezogen hast. Machst du nicht, ne? Entschuldige bitte dafür, dann ist alles in Ordnung. Anstatt jetzt... Oh, ey, wie dämlich, ja. Ey, der kann halt froh sein, ne? Also ich meine, Toni kennt sich da ja ein bisschen besser aus, der ist ja Polizist. Toni hat doch geschrieben, eigentlich wurde er echt nett behandelt. Also ich meine, Oliver Pocher kann halt der kann halt froh sein, dass der nicht noch härter irgendwie weggezogen wurde. Das, was du so mitbekommst bei der Polizei, der wird deutlich härter durchgegriffen als das, was hier passiert. So, er fordert jetzt eine Entschuldigung, ey. Ich komme nicht drauf klar, Mann. Jetzt einfach zu gehen. Nachdem er da irgendwie 5 Minuten mit der Polizei diskutiert hat, fordert er noch eine Entschuldigung dafür, dass sie ihn halt so leicht rausgezogen haben, nachdem er nach mehrmaliger Aufforderung nicht selber das Gelände verlassen hat. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Mann. Später sagt er dann sogar noch Folgendes. Nee, lass mir von dir einfach nicht sagen, okay? Du brauchst jetzt nicht irgendwie anfangen. Ich lasse mir von dir nichts sagen. Bro, das ist ein Polizist. Eine Respektperson, die Alter. Auch in diesem Fall ganz klar über dir steht. Wie arrogant kann man bitte sein, weil man vielleicht ein bisschen bekannt und ein Promi ist, dass man Polizisten so anmacht? Das ist halt wirklich einfach absolut respektlos. Klärt mal mit euren rechtsradikalen Chats, was in der Polizei gerade läuft. Klärt ganz viele andere Sachen. Aber fangt nicht an, jemand, der ganz normal hier ist und einfach ganz normal geht, so einen Schaffen zu machen. Okay. Auch da übrigens wieder das Gleiche. Wie gesagt, die Polizisten suchen sich nicht aus, an was sie arbeiten. Ja, gegen solche Chats sollte man vorgehen, gar keine Frage. Aber die beiden Polizisten haben halt nichts damit zu tun. Und die können jetzt auch nicht einfach sagen, dass sie daran ermitteln oder dass sie da irgendwas machen. Weil die sich das nicht selber aussuchen können. Enden tut das Ganze damit so eine Aussage hier. Nee, musst du nicht.
indem du einfach sagst, er ist ein Spinner und das war's. Nein, okay. Ich mache ihn nicht. Ja, siehst du? Ihr steht auf der falschen Seite, das ist leider öfter euer Problem. Ihr steht öfter auf der falschen Seite. Auch hier wieder werden jetzt einfach alle Polizisten über einen Kamm geschert, als ob das jetzt die schlimmsten Menschen der Welt gewesen wären. Wie gesagt, konnten sich die Polizisten jetzt nicht aussuchen, selbst wenn sie Oliver Pocher extrem feiern und das ihr Lieblingspromi ist, hätten sie ihn trotzdem von diesem Grundstück entfernen müssen, weil sie das Hausrecht des Veranstalters durchsetzen müssen. Ich weiß nicht. Schreibt mal bitte in den Chat, findet ihr Oliver Pocher cringe oder findet ihr den ganz lustig? Also ich weiß nicht, der Situation kommt mit cringe, ich weiß nicht. Ich gucke mir halt sonst nie irgendwas von ihm an. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das lustig finden sollte oder nicht lustig finden sollte. Ich finde es halt so ein bisschen uninteressant einfach, so was der halt so macht. Weißt du, was ich meine? Früher war der mal lustig, okay? Cringe. Oliver Pocher ist schon immer absolut lustig gewesen, cringe. Ich machte manche Aktionen, wie beispielsweise mit Sido. Oh, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was hat er mit Sido gemacht? Das weiß ich noch nicht mal. Cringe. Okay, alle cringe einfach, gefühlt. In der Situation finde ich ihn cringe, kann er den halt vorher nicht. Ja, das Ding ist halt, man kennt ihn halt so, aber, ja, wobei, eigentlich fand ich den auch schon immer unlustig, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich den jetzt lustig finden sollte oder wo ich den mal lustig fand. Das weiß ich halt nicht, ne? Brainless, grüß dich, Bruder. Auch seine Show, die das so mit wie ist die? Amira? Seine Frau? Die Show, die der hat, hatte, keine Ahnung, unangenehm. Puh, weiß ich nicht. Müssen. Oliver Pocher war während der gesamten Kicker, Zeit einfach nur absolut respektlos gegenüber dem Veranstalter und vor allem gegenüber... Was, Pocher hat kurz mit Sito in Berlin gerappt? Okay. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Über den Polizisten. Die Polizisten sind sogar in der gesamten Diskussion komplett ruhig und professionell geblieben. Also Props dafür. Ich glaube, ich hätte das nicht gekonnt. Und am Ende ist Pocher dann auch gegangen, nachdem er noch so mäßig so, ja, ich sag ja jedem noch Tschüss und Ciao und wir treten morgen auf, Alter, dann komme ich wieder hierher. Ja, es ist halt schon echt lächerlich gewesen. Lustig ist auch, dass er sein Video eben gerade, wo ich mein Skript geschrieben habe, einfach auf privat gestellt hat. Also er hat jetzt anscheinend, nachdem das Video irgendwie 60% oder 70% Dislikes hat, glaube ich auch gemerkt, dass die Aktion vielleicht doch nicht so cool gewesen ist. Er hat sich halt wie gesagt nicht an Regeln gehalten, was ja auch schon das zweite Mal gewesen ist, nachdem er vorher ermahnt wurde, verlässt dann einfach nicht das Gelände und diskutiert noch dumm mit den Polizisten, die er sogar in einer Reihe einfach nur runtermacht. Er gibt sich da halt einfach unfassbar arrogant. Stellt sich über die Polizisten, obwohl er in diesem Fall nichts zu sagen hat. Und da hast du auch keinen Promi-Bonus oder sonst irgendwas. Das war einfach nur wirklich ein absolutes Eigentor. Und ja, ich weiß, es ist halt Oliver Pocher, der ist sehr konfrontativ, der macht gerne so eine Show, der nutzt das natürlich aus, wenn er weiß, dass da Kameras laufen. Aber gerade so gegen die Polizisten zu ranten, ist halt einfach mega respektlos. Denn die Polizei hat sowieso schon sehr krassen Image-Schaden. Und sie dann noch die ganze Zeit runterzumachen, zu duzen, respektlose Äußerungen zu bringen und sie einfach nicht ernst zu nehmen, ist halt einfach absolut wack. Denn irgendwelche Leute denken jetzt vielleicht, dass man Polizisten so behandeln darf und das sollte man natürlich nicht. Klar, auch bei der Polizei gibt es schwarze Schafe, aber genauso viele richtig gute Polizisten gibt es halt auch. Man kann halt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bin von Oliver Pocher wirklich einfach sehr enttäuscht, denn wie gesagt, viele Aktionen von ihm feiere ich, auch diese Bildschirmkontrolle, wo er immer wieder irgendwelche... Junge, hat Tim das Video hochgeladen, als WhatsApp im Insta down war? Alter, pfeifet, wer genau in der Zeit ein Video hochgeladen hat. Als Insta und als WhatsApp down war. Pfeifert. Oh mein Gott. Hätte ich das gewusst, ich hätte gleich 3 Videos ineinander rausgehauen. Meinst du, er hätte ohne Kamera so eine Show gemacht? Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, ob der überhaupt wusste, dass ihn jemand filmt, aber keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt nicht zu 100% sagen, aber ich kann mir vorstellen, der hätte auch so diskutiert. Weil der irgendwie vielleicht ein Problem mit Dings hat, mit der Polizei hat oder was, weiß ich. Keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Ja, also man merkt doch, dass die Polizei nicht gewaltbereit war, dass die nicht sinnlos argumentiert hat, sondern dass sie einfach ihren Job gemacht hat. So, sorry, aber was willst du noch erwarten von dem oder von den Polizisten? Das ist auch so eine Sache, das verstehe ich nicht. So, was ist denn mit den Leuten los? Das macht mich ein bisschen traurig, bin ich euch ganz ehrlich, ja.